gerade gut arbeiten. Pass auf. Ja! Oh. Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe so ein bisschen mit meinem Bruder überlegt, was wir machen können. Und wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir einen Blog machen vom Fußball-Skill, sage ich mal. Wir werden verschiedene Fußballtricks, je nach Art, je nach Spieler, zum Beispiel von Cristiano Ronaldo, irgendeinen Trick machen. Von Pogba, keine Ahnung, von irgendjemandem, von Neymar, von irgendeinem Spieler, werden wir Tricks machen mit diesem Ball hier. Und das werden wir so verteilen, wir machen 3 Videos, da zeigen wir euch Tricks, die wir nachmachen werden. Das wird dann so in etwa heißen wie, wir lernen, wir versuchen diesen Trick. Und beim 4. Video werden wir so ein Remake machen, also so ein Edit von allen Tricks, die wir so gelernt haben. Auf jeden Fall, ich bin schon ready. Was wir heute machen ist, geh mal her, ist diesen Ball, ihr kennt ja wahrscheinlich diesen Trick von Ronaldinho oder Cristiano Ronaldo. Die haben den Ball mal so und haben den hier so an der Brust. Das sieht jetzt bestimmt voll komisch aus, aber wir sind ja da, um diese Tricks zu lernen und um euch zu zeigen, dass man es schaffen kann, solche Tricks zu üben. Also jetzt hier so und dann, boah, das war schon eine halbe Sekunde. Probier du mal. Selbst. Ja, das war noch weniger als eine Sekunde. Oha, schon mit der Schulter. Okay, jetzt werden wir die Kamera irgendwie so platzieren. Wir lassen die, glaube ich, so. Ich lege jetzt das Handy-Mikrofon mal weg. Und dann machen wir diese Übung einfach mal. Ja. Bist du ready? Klar, immer. Ich bin auch ready. Ja. So. Ich fange jetzt mal an. Ich muss mal schauen, ob ich das kann. Aber wir lernen es hier jetzt. Und 1, 2 und los. Erster Versuch. Ah ja, so perfekt. Oh, ja. Bruh. Ja, der war ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwas falsch mache, aber. Nein. Du musst ihn weniger werfen, also nicht so fest. Oh Mann, ich krieg ihn immer mit der Schnauze. Okay. Ja. Mann! Oh. Ey, das ist so schwer. Okay. Ja! Ja! Ach, da war wieder Batti, ne? Ich hab mit der Batti gehalten. Nee. Na ja, okay, wir sagen, ich hab es einmal geschafft. Einmal. Und jetzt will ich mal sagen, dass der Olli das mal versuchen kann. Ja. Komm. Probier. Probier. Also jetzt nicht so, also man darf das nicht so machen. Ja, probier als erstes irgendwie zu balancieren. Du musst versuchen, deinen Körper so runter zu machen, irgendwie. Und dann halt so runter zu gehen, weißt du? Halt, guck, dass das hier, sag ich mal, deine Brust ist. Und dann so runter, weißt du? Ganz langsam runter, wenn der Ball kommt. Oh, fast aber. Oh, es war leicht. Ich verging ins Gesicht. Ich muss anders werfen. Du musst locker werfen und dann langsam runter. Genau so kannst du auch machen. Boah, ganz leicht, ganz leicht. Oh. Ja, gegen das Gesicht. Ich kann nicht werfen. Nee. Oha, oha.
Der war nice. Okay, jetzt will ich wieder ausprobieren. Ja. Okay, das machen wir jetzt hier die ganze Zeit. Das filmen wir euch. Und am Ende gibt es einfach ein Remake, ein Edit, wie wir das alles geschafft haben. Wir werden jetzt einfach weiter üben. Und das wird unser Blog. Wir lernen einfach Tricks und zeigen euch. Und zeigen sie euch. Und schreibt am besten eure Ideen so in die Kommentare, was wir so machen können. Und wir werden sie dann machen. Komm. So. Okay. So. So, und den dann. Mit dir klappt es aber besser. Ja, ich bin das ja. Oh. Aber du machst auch immer mit der Schulter versucht. Ja, ja. Ja. Oh. Ja. Wow. Ja? Habt ihr mal für eine Sekunde? Mal mit links. Nee, mal mit links. Nein. Hell. Weil jetzt einmal richtig gut geklappt. Ja, bei mir hat es einmal gut geklappt. Ich glaube, wo du mit der Backe festgehalten hast. Da war auch richtig. Ja. Ja. Oh. Nice. Ich hab den schon fast. Das Ding ist, ich hab den Trick noch nie gemacht. Oh. Boah, das ist aber Schulter. Probier die mal mit der Brust. Probier deine Beine so runter zu gehen, also so in die Beuge. Also so. Ja, genau. Fast, der war gut, ja. Ja, der war schon. Oh, der war viel zu hoch. Alter. Wir machen jetzt eine kleine Challenge und zwar, gib mal den Ball her. Wir werden jetzt uns gegenseitig so den Ball auf die Brust werfen. Machen wir einmal vor. Und der soll ihn dann halt sozusagen auffangen mit diesem Ball, also den Ball kontrollieren. Das, was wir gerade eben gemacht haben. Jetzt machen wir es ein bisschen schwerer, so eine kleine Challenge. Jeder hat 5 Versuche und wer bei den 5 Versuchen so am besten abgeschnitten hat, der hat auch diese kleine Challenge gewonnen. Ja, wenn wir anfangen. Genau. Wir fangen jetzt einfach mal an. Okay, mal weiter zurück. Also ich darf doch nicht, wenn du... Nee, werf einfach so hoch und ich probiere. Ja? Mann, das ist so einfach. Mhm. Oh, ich erwarte euch. Ich muss hier... Komm. Ja! 2 Sekunden. Oh. Ja, komm, geh mal. Danke. Okay, ich würde mal sagen, dass ich die Challenge gewonnen habe, da ich meiner Meinung nach ein bisschen besser abgeschnitten habe. Und jetzt probieren wir das nochmal, also dieses Ball balancieren. Wir machen das jetzt noch ein paar Mal und dann verabschieden wir uns. So. Ja. Es bockt auf jeden Fall. Weil wenn man was Neues lernt, ja. Wenn man das dann irgendwann im Spiel einsetzt, dann.
Oh. Das kannst du das nächste Mal lernen. Lasst jetzt schon mal ein Like aufs Video da und gebt auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr neu seid. Und schreibt auch in die Kommis eure Ideen zum Thema Fußballskills in die Kommentare. Und wir werden die, also ich, mein Bruder, werden die im nächsten Video vielleicht mit etwas Glück nachmachen. Würde uns auf jeden Fall wirklich freuen. Und ja, jetzt machen wir diesen Skill noch zu Ende. Hast du? Ja. Mit der Brust? Ja. Oh. Zu hoch. Go. Oh, hat's. Bisschen. Fast hast du's. Bisschen Übung noch und dann. Ja. Boah, der war nicht schlecht. Ja, das war mit der Schulter. Ja, aber. Probier mal deine Beine, alle beide zu beugen, dein Knie. Kontrolle über den Ball zu haben. Probier mal mit deinem Körper so runter zu gehen. Weißt du wie? Ja, guck mal. Ball kommt, ja? Ja. Ball kommt und jetzt geh schon runter. Und Ball kommt so mit dir runter. Und da musst du den so haben. Da musst du noch weiter runter gehen. Weißt du? Okay, try it again. Geh mit dem Ball runter. Ja, der war gut. So, sehr gut. Okay, noch ein. Okay, der ging. Noch ein. Okay, nicht schlecht. Das ist an. So, jetzt mache ich noch einmal. Oder ein paar Mal. Oh. Oh. Mist. Bei dir sieht schon gut aus. So. Nein. Mann, immer an der Schulter. Ja! Oh ja, Mann, der war gut. Aber ich hab dich nicht unter Kontrolle. Ja! 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 So langsam klappt das, ich hab diesen Skill schon fast, ich beherrsche ihn schon fast. Nein! Ein paar Mal. Ja! Oh Mann! Der sah geil aus. Oh, noch mit Kopf an. Dreimal noch und dann beenden wir dieses Video. So. Eins. Oh Mist. Zwei. Und der letzte ist schon mal kaputt. Der dritte. Wenn ich den jetzt gut machen werde. Dann bist du. Dann ist gut, dann bin ja. Ich gut. Ja! Ist sogar der Beste! Das Beste! Und dann noch mit einem Abschluss. Nice! Besser geht's nicht. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like aufs Video da. Abonniert diesen Kanal. Und falls ihr den habt, welche Tricks wir als nächstes lernen sollen, dann bitte in die Kommentare. Wir würden uns sehr freuen. Ich und der Olli. Und
Ja, mit neuen schönen Tricks, die ihr natürlich auch zu Hause nachmachen könnt. Zum Beispiel seid ihr im Fußballverein, könnt ihr die super anwenden. Also erst nicht dieses hier, den ich heute schon gelernt habe. Aber wie ihr sehen könnt, kann man in wenigen Minuten so Tricks lernen. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und ja, bis zum nächsten Video, würde ich jetzt mal sagen. Also Leute, nächste Woche kommt ein neues Video. Bleibt auf jeden Fall gespannt und bleibt auf jeden Fall dran, denn dieser Blog, der wird echt mega sein. Wir fangen jetzt erstmal einfach an mit einfachen Tricks und später, passt auf Leute, wir werden uns steigern und es wird auf jeden Fall ziemlich nice sein. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.